Ich will mich endlich der Lyrik widmen, ein alter Traum von mir. Mein Innerstes nach außen kehren, mit Worten Kunst erschaffen, gerade jetzt nach diesem Jahr. Ich schreibe nieder eine Zeile. Klopapier steht da. Das wollte ich nicht. Ich wollte Schmerz und Glück besingen. Nicht mehr lag ich weiß Papier. Ich streiche durch und setze an ein neues lyrisch Werk. Was fühle ich? Was ist in mir drin? Ich zittere. Es kratzt der Stift. Schon wieder Klopapier? Warum nur Hand schreibst du das? Ist das mein Innerstes? Voll Zorn zerreiße ich das Blatt, versuch es noch einmal. Der Stift erschreibt auch ohne mich auf Wände, Tisch und Stuhl. Dies eine Wort, einfach nur das Klopapier sofort. Ich schrecke auf, wie aus dem Wahn, alles vollgeschrieben. Tapete, Möbel, Bettsofa, voll mit diesem Wort. Klopapier steht überall, egal wohin ich schau. Runter reiß ich die Tapete, vollgeschrieben wie sie ist. Ich schmeiß die Möbel aus dem Fenster und fühle mich nicht mehr gut. Ich wollte tiefe Lyrik schreiben, über all das, was mich bewegt. Das letzte Jahr, die Kunst, die Angst, übrig blieb Klopapier. In meiner leeren Wohnung sitze ich alleine und bin still und denke nach, was ist es denn, was ich eigentlich sagen will.